Alter, was geht ab, Leute? Hunger aus dem Nullfallpark. Moment, ich setze mich mal kurz. In echt und in die Arena. 3-1, 3-9. 100% geht sogar aus. Mein Gott. So. Im Nullfallpark ein paar Teddy Ursus abchecken. Ich habe gerade Zeit, habe die Bachelorarbeit gerade abgegeben. Und. Mein Gott, wieso hängt das so? Alter. So, hinter uns ist ein Teddy Ursa. Ich habe schon ein paar gefangen. Auch schon ein paar geklickert. Aber okay, wieso hängt mein Spiel so hart? Heute seht ihr ein Video, wo ich ein paar Fragen beantworte. Waren echt eine Menge. Ich dachte, ich schaffe es in ein Video zu packen, aber ich schaffe es doch nicht. Das heißt, heute in dem Teil hier werde ich noch ein paar Fragen von gestern beantworten und hier reinblenden. So ein Zwischending, hier ein paar Teddy Ursus fangen und immer wieder mal ein paar Fragen reinblenden von gestern, die ich beantwortet habe. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. So, Frage von Zou Delon. Eine Frage, ich bin jetzt Level 34 und habe noch nicht so starke Pokémon. 3-2 Dragon, 2 Rizagos über 3K und ein Gagados über 3K. Rest ist unter 2-8. Ich will langsam mal ein paar Arenen besetzen und das Problem ist, so viele gute Gym Defenders habe ich nicht. Starke Pokémon zum Entwickeln und Pushen habe ich auch gerade nicht. Deswegen soll ich meinen 20-20 Level 20 Lizaros mit Lehmschelle Vielender entwickeln. Ich bin verwirrt. Ich nehme mal an, er will fragen, ob sein Lizaros gepusht werden soll. Es hat 93 IV. Ich habe momentan knapp 300.000 Staub und 400 Geo Bonbons. Ja, kannst du machen auf jeden Fall. Falls du noch mehr Gym Defenders brauchst, kannst du den hochziehen. Level 20 ist in Ordnung, also drunter würde ich ihn nicht mehr hochziehen. Wenn es dringend ist, dann kannst du es echt machen, aber ich würde eher noch warten. Ausgehend vom Update und so viele Rizagos braucht man echt nicht, über 3000. So, Frage von Nicer Dicer. Soll ich meinen Impagato 100%, aber leider erst 1145 WP und bis Astral auf Max pushen? Nein. Frage von Timur GS. Ich habe einen Dragoran, 3000 WP, 91%. Soll ich das pushen oder soll ich die Bonbons sparen und einen Dragoran 95? Das gibt es übrigens nicht. Das muss man aufrunden. Auf 96 entwickeln. Wie viel WP hat das 96er? Kannst du vielleicht da zuschreiben und dann wird es beim nächsten Mal beantwortet. Dann von Tommy. Habe einen Despotar, 96%, Eisenschweif, Feuersturm. 2200 WP und noch ein paar Lavita aus Eiern, also Level 20 mit 93 IV. Achso, 70 Bonbons habe ich noch und bin Level 35. Jetzt meine Frage, das Despotar pushen oder warten und noch eins entwickeln wegen Attacken? Du musst so oder so warten, weil du nicht genug Bonbons hast. Also keins von beiden und einfach erstmal Bonbons sammeln und dann mal schauen, ob du ein Bestes bekommst. Was ist los, Mann? So. Noch ein Teddy Ursa. Schöne rote Blumen. Wenn ihr diese Szene hier seht, habe ich bestimmt schon ein paar Fragen beantwortet. Schauen wir mal, wann das Arena-Update kommt. Dann könnt ihr mal hier unten ein paar Fragen stellen und in dem Video von gestern. Werden dann beim nächsten Mal beantwortet, aber das wird dann erst nach dem neuen Arena-Update sein. Und weg damit. Frage von Desperate Viper. Servus, ich habe ein Galaxo, 93%, Schlecker Erdbeben. Guter AV, also aber nicht so gute Attacken. Attacken sind ja im Endeffekt nicht so wichtig beim Deffen, korrekt? Zumindest meine Meinung. Ist ja immer noch oben in der Arena, korrekt? Leider, nur 70%. Nur 70 Galaxobonbons bei Level 36. Einfach kein Glück bei den dicken Dingern. Mach dir nichts aus, ich bin Level 40 und habe erst einen geschlüpft. Galaxa hat 800 WP. Oh nein, 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 nein. Frage, pushen oder nicht pushen? Nicht pushen. Option, so lange warten, bis ich meine Candies habe, um ihn ganz hoch zu pushen, falls ich bis dahin nichts Besseres gefunden habe. Genau.
So, nächste Frage von Simon. Soll ich einen 150 WP Evoli mit 82 Plus zu einem hoffentlich Japaner entwickeln? Und wenn es das beste Move bekommt, Moveset, pushen oder meinen 60% Aquana weiterhin aufs Maximum pushen? Keins von beiden. Da kommt auf jeden Fall besser, viel, viel besseres. Kommentar von Adi Köln. Ich würde das ganze Honks Wissensoase nennen. Ist leider viel zu lang der Name, aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Namen haltet. So, nächste Frage von Clemens Rattin. Oide Hong, eine Frage, ich bin Dorfspieler und bin Level 28. Ich habe einen 2-6 Garados. Als Top-Pokémon dahinter kommen noch weitere wie Rizaros, Dragon, Heiterga und so weiter. Die aber noch gepusht werden müssen. Ist das halbwegs gut? Ja. So, Frage von Tai Chicken. Ich habe mir jetzt endlich einen Ampharos erlaufen und ich will wissen, ob ich es auf Level 35 machen soll, von Level 20, weil ich finde, das ist ein krasser Elektroangreifer. Und Kommentar direkt, sag IVs und Attacken. Und da hat er auch recht. Sag IVs und Attacken und dann können wir das beim nächsten Mal beantworten. Weil ich habe einen Ampharos und das hat diese Kreise, ich weiß jetzt nicht, wie die Attacke heißt. Und ich finde die so schlecht. Wo diese Donnerringe kommen, die ist so langsam. So, Frage von Conrad King oder Conrad King. Soll ich ein 100% 267 WP Dratini entwickeln oder ein 91% 478 WP Candies? Zu maxen fürs 100% muss ich noch sammeln, aber entwickeln kann ich, Staub ist auch da. Warten. Also wenn, dann entwickel das 100er, aber ansonsten erstmal warten, bis du genug hast und dann. So, nächste Frage von Nils Mustermann. 78% Despotar, Iron Tail Stone Edge. Hat bereits 3-2 WP, maxen. Hab ein besseres mit 91, Iron Tail Fire Blast, was schon max für mein Level ist, 3-3-50. Nee, musst du nicht. 78% IV ist jetzt auch nicht der Knaller. Den will ich nicht maxen. Und 3-2 ist auch schon sehr solide. Mit dem stehst du über den meisten Garados und Lizagossen, außer die sind sehr hohe IV und gemaxt. Möglicherweise noch auf 3-3. Weil dann stehst du easy über jedem Garados und jedem Rizaros, selbst wenn die 100% sind und gemaxt. So, nächste Frage von Destroyer. Hab eine Frage. Hi Hong, hab eine Frage. Und zwar habe ich ein Geowatz mit 96% IV. Soll ich das pushen? Geowatz hat 2000 WP und hat Lebensstelle Steinkante. Hab bis jetzt nur ein Geowatz mit 96% IV. Ja, klar, wieso nicht? Ein krasses Geowatz, kann nicht schaden. So, nächste Frage von Cuba 02 oder German Cuba 02. Oide Hong, was sollte man pushen? Ich habe zur Auswahl zweimal Garados, beide 98, Aquana mit schlechten IV, Kokowai 98, Blitzer 88, Lamos 100. Und WP? Ohne WP kann ich dir keinen Tipp geben. Aber wenn, dann auf jeden Fall die zwei Garados. Nächste Frage von Valentin. Moment. Valentin. Hab einen 100% Despotar mit Level 1. Und ein 87% Lavitar mit Level 24. Habe 900 Lavitar Bonbons und über 1 Million Staub. Und dann, wenn es dir so gut geht, push das Level 1er 100% Despotar hoch. Nächste Frage von Super, nicht von Super Saftige Tipps, ich meine von My Name is Sven. Super saftige Tipps. Habe auch eine Frage bezüglich Lavita. 86% Level 30, 750 WP. Oder 93% und Level 20. Sternenstaub, Bonbons habe ich genug und habe auch schon 100% Despotar. Krasser Typ. Dann auf jeden Fall den Level 30er, 750 WP. Nächste Frage von Flex LP. Ich habe einen Glitzeros mit über 2,7 WP und 84%. Bin Level 32 und
kann es um die 6 Mal pushen, hab 300 Candies, 700.000 Staub, das hat Zertrümmerung und Erdbeben. Soll ich das maxen oder auf ein besseres warten? Auf ein besseres warten. Loser SkyGuide 04 fragt, Oida Hong, lohnt es sich ein 91% Despoter auf Max zu pushen? Eigentlich schon, ja. Das Lavita hatte irgendwie 750 WP und ist jetzt zu einem 3-1 Despoter geworden. Okay. Hat bis Knirsche bekommen, Bonbons und Sternstab habe ich genug, Level 32 und Team Gelb. Sehr gut. Man kann es schon auf Max pushen, ist aber nicht notwendig, also 3-3 reicht erstmal und dann schauen, was du noch so bekommst in der Zwischenzeit. Vielleicht was Besseres, vielleicht was, was du noch pushen willst. Ansonsten, wenn da steht Bonbons und Sternstab genug, dann Max es. Nächste Frage von Krasso Fucko Matt 9000. Okay, was sind das für Namen hier? Soll ich einen 100er mit 80% IV und Level 10 entwickeln oder eins auf Level 25 und 60%? Hab 60 100er kenne ich, also eine Entwicklung. Kommentar sagt einer Level 25 und da hat er auch recht. Bei Pokémon, die du nicht pusht, einfach das höchste entwickeln mit den höchsten WP und scheiß auf IVs. So, nächste Frage von Dominik Schmidt. Aloha. Aloha zurück aus Hawaii. Ich habe 100% Glurak mit Luftschnitt und Feuersturm. Hat 1600 WP und genügend Bonbons habe ich auch. Nur mein Sternstaub ist knapp. Soll ich es pushen? Nein, wenn dein Sternstaub knapp ist, lieber sparen, weil es noch andere, wichtigere Pokémon gibt zum Pushen. Nächste Frage von The True Banana. Hey Hong, ich bin Level 27, habe 98% Duflor, knapp unter 1000 WP, Level 22. Soll ich es zu Gifloor oder Bluebell entwickeln? Oder überhaupt? Also entwickeln kann man auf jeden Fall immer, weil es keinen Sternstaub kostet. Bonbons sind auch eine Ressource, aber die sind schnell wieder gefüllt. Gifloor oder Bluebella? Ich würde sagen Gifloor. So, das war's mit den Fragen. Hoffe, ich konnte alle für euch beantworten. Wie immer, schreibt unten in die Kommentare eure Fragen für das nächste Mal. Wird aber erst nach dem Arena-Update die nächste Folge kommen. Ansonsten war's das mit den Teddy Woosters. So viele braucht man jetzt auch nicht, also ein paar Runden gedreht, das war's. Mal schauen, wie lang das Video wird. Vielleicht mache ich noch ein Woosterring. Ansonsten war's das. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es so. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.